Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal haben wir hier diese Alien Base entdeckt. Ich muss zugeben, ich habe mich informiert, was man mit so einer Alien Base machen kann. Wie schon gesagt, ich habe ja das früher zwar schon gespielt und ich kann mich erinnern, dass ich auch Alien Bases zerstört habe. Allerdings habe ich damals immer in schwächeren Schwierigkeitsstufen gespielt als jetzt. Und ich muss zugestehen, ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, diese Alien Base mit meiner jetzigen Ausrüstung zu clearen. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich dann versucht habe, einmal die Alien Base anzugreifen. Bin dann aber kläglichst gescheitert. Und zwar binnen kürzester Zeit. Also man wird da in zwei Squads oder zwei Teile geteilt und ist dann an zwei unterschiedlichen Orten in der Basis. Und das erste Squad war nach der ersten Runde praktisch tot. Und das zweite Squad war nach der zweiten Runde tot. Das gab mir zu denken und deswegen werden wir diese Basis mal dort liegen lassen und uns denken, meine Güte, sollen sie halt im Dschungel rumrennen, wenn sie unbedingt wollen. Ja, das gesagt. Ein bisschen weiter raus. Werden wir einfach unsere zweiten und dritten Basen weiter ausbauen. Im Workshop. Labor, sehr gut. Wir werden dann anfangen, Material rüber zu schaffen in die einzelnen Gebiete. Ins Labor, also da werden wir natürlich alle möglichen Sachen her schicken, die wir dann brauchen werden, aber da warten wir noch ein wenig, weil es dauert noch 17 Züge, bis das Labor fertig ist. Das dauert noch 23. Das heißt, wir können uns noch ein wenig Zeit lassen, damit ein paar Tage. Okay. Ist okay. So, wir haben mal die Ausrüstung für die Interceptor in den einzelnen Basen. In 7 Tagen haben wir dort auch die Hangare, dann können wir uns die Interceptor leisten dort. Können wir das abschießen? Schauen wir mal. Ich bin ab jetzt vorsichtiger, was diese Missionen mit dem Abschießen von Raumschiffen betrifft, weil. Ja, okay, das können wir abschießen. Angriff. Und wieder eine Mission in der Wüste. Sehr gut. Ich glaube, das sollten wir noch bei Tag schaffen. Das wäre ganz toll. Das lässt unsere, erstens einmal unsere Erfahrung steigen, solche Missionen. Außerdem mögen uns die Leute von den einzelnen Staaten, obwohl wir, Mist, hier sind zwei Fliegen, die machen mich ganz narrisch. Brrr. Dumme Viecher. Das sind sogar drei. Ja, das heißt, die einzelnen Staaten mögen uns dann trotzdem, obwohl wir nichts gegen diese Basis tun. Hoffe ich. Jo, lass uns beginnen. Gut, ich glaube, wir sind relativ gut ausgerüstet. Ah, genau. Ich glaube, wir brauchen noch eine Pistole am Schiff. Genau, für den zweiten Launcher, Small Launcher, den wir da haben. Oh, sehr gut. Lubuya, du bist ja nicht nur jemand, den man abschießen kann.
Du hast ja tatsächlich Sinn gemacht jetzt. Ist der Alien hinfort. Oh, in der Wüste sieht man immer so schön weit. Das ist sehr angenehm. Wir sind hier im Eck. Das ist okay. Damit können wir alle leben. Entdeckung. Girma-Abibe. Naja. So, wir machen das langsam. Wir müssen hier nicht gleich alles rausschicken da, sondern wir bewegen uns ganz vorsichtig auf das UFO zu. Ja, eigentlich hätten wir den Small Launcher hier gar nicht mitnehmen müssen, weil ich nehme mal an, hier können wir bestenfalls einen Navigator fangen. Das ist nämlich kein großes Raumschiff. Und den Navigator haben wir schon verhört. Und die Soldaten ebenfalls. So, na dann. So, du schaust dich da mal um. Achso, kannst nicht in die Knie gehen. So, da hinten haben wir jetzt mal nichts gesehen. Also okay. Na dann. Stellst dich hinter diese Kakteen. Gut, ihr drei werdet darüber rennen. Du hilfst auch noch mit. Shuttle. Immerhin hast du jetzt schon einen Kill. Ah, okay. Du kannst gar nichts mehr hin. Das heißt aber. Wirst einfach mal da hergehen. Schießen kannst eh nicht mehr. Das heißt, ich kann dich ruhig in Richtung meiner Truppen zeigen. Du wirst niemanden in den Rücken schießen. Josef. Ah, da ist schon die Elite da hinten. Die haben wir gut am Leben erhalten. Also wir machen das um einiges besser als noch im letzten Spiel. Ah, und wir haben jemanden angeschossenen. Aber sie scheint nicht getroffen worden zu sein. Oder es ist alles in der Rüstung hängen geblieben. Das heißt, wir drehen uns in diese Richtung und schießen zurück.
Ayana, mal schauen. Das finde ich ja toll. So, du bleibst gleich da sitzen. Auf den Schock hinaus. Oh, du kannst dich nicht sehr weit bewegen, sehe ich gerade. Und bist wahrscheinlich nicht kräftig genug für dieses Ding. Strength 28, wieso hat die ein S gekriegt? Irgendwie bin ich zu doof. Nö, noch nicht du. Ahaha, du sollst nicht darüber hatschen. Karin, ach gut. Ich wollte den anklicken. Das habe ich gut gemacht. Guter Überblick über das ganze Gebiet. Keine Aliens. Sehen wir zumindest zurzeit nicht. So, dann gehst du da mal runter. Also. Ah ja, genau, bleib da oben stehen. Das ist gut. Da gibst du ein gutes Ziel ab. Du bist ein doofer Rookie. So, du gehst weiter bis zum UFO. War schon. Du gehst mal vor da. Zu den Dingern. Zum UFO. Josef. Auf zum Kaktus. Und in Deckung. Chefes raus. Also sich denken, es herrscht wahrscheinlich weniger Gefahr. Jetzt können wir rauskommen. Chattel. Ah, schaut ganz gut aus. Noch haben wir keinen Typen verloren. Das wird mal ein toller Einsatz, wenn wir keinen einzigen Typen verlieren. Nicht, dass ich glaube, dass das so bald passieren wird. Obwohl bei so kleinen UFOs, wir haben jetzt die Personal Armor, könnte schon passieren. Okay. Der Raketenwerfer hat schon gebracht. Rocket Launcher. Da brauchen wir nicht zielen können mit dem Raketenwerfer. War schon ganz gut, dass wir nicht zu nahe ran sind mit unseren Truppen. So, du bleibst also mal da stehen. Na, du noch nicht. Du gehst zuerst daher. Gut. Boah, große Karte, große Karte. Sind wir schon bis zum Ende? Nein, wir sind noch nicht bis zum Ende. Davor. Gehst noch in die Knie. Und ganz zum Rand da. Auch in die Knie, das siehst du nämlich schön, wenn da ein Alien rauskommt. Hihihihi.
Idem allem, nee. Josef, nö, noch nicht. Pierre zuerst. Jetzt Josef. Also bis davor, ich glaube gar nicht. Fast. So, du gehst noch mit diesem Typen mit. Du stellst dich da in die Tante mit dem Raketenwerfer. Du bist davor, Grigoli. Und Susanne, du bist auch davor. Chattel. Bis zum Gegessenen. Zu dem gegessenen Kakteen. Ja, ich glaube auf der Seite ist es aus. Ja, da ist es aus. Die Karte ist sehr gut. Ich glaube, wir haben das Ende erreicht. Was bedeutet da hinten im Eck? Schauen wir noch genauer nach. Oh, wir haben drei Aliens immerhin schon erledigt. Na, da drinnen dürfte also offensichtlich noch gut genug beisammen sein, als dass wir Türen haben. Also es ist nicht vollkommen zerstört. Wir können etwas bergen. Hurra! Okay. Geh mal. Wir hoffen einfach, dass da hinten keiner mehr ist. Beziehungsweise schicken jetzt die von der anderen Seite entlang. Josef. Nö, noch nicht du. David Klaus. Kommst du bis zu diesem Baum? Nö, natürlich nicht. Das wäre auch zu schön, aber ich glaube, hier sind tatsächlich keine Aliens mehr. Hoffe ich zumindest mal. Oh, von wegen, hier sind keine Aliens mehr. Schauen wir mal, ob die Ayana noch jemanden killen kann. Andererseits vielleicht auch nicht. Mal ein Snapshot. Ich glaube, den müssen wir erreichen. Nö. Tja, das ist blöd. Ah, verdammt. Naja, zu spät. Ich kann mal wieder vorgehen, wie nur was. So. Pierre. Ich fürchte, jetzt wird einer von uns sterben. Herstellt. Kann er denn da rüberschießen?
auf dieses Alien schießen. Not enough time units. Schade. Dann geh mal runter da. Damit das Alien dich nicht erwischt. Deckung. So, hinterm Raumschiff versteckt. Star-Entdeckung. Auch hinterm Raumschiff versteckt. Du könntest vielleicht auf das Alien noch schießen. Geht das? No line of fire. Ich hab's befürchtet. Wenn ich darauf gehe vielleicht. Ah, verdammt. Super, jetzt habe ich mehrere Leute in Position gebracht, wo sie abgeschossen werden können von dem Alien da hinten. Und im Raumschiff ist auch noch jemand. Aber das Alien da oben hat nicht geschossen. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht sehen wir es aber auch nur nicht. Ja gut, dass es nicht geschossen hat, sehen wir sowieso nicht. Okay, kein Alien. Wo ist denn das hin? Dummes Alien. Ah, wo versteckt sich denn der jetzt? Gibt's das? Irgendwo muss der ja sein. Der kann sich ja nicht in Luft auflösen. Blöder Alien. Da ist er. No line of fire. So, wie lang dauert denn das? 26 und 13 sind 39. Das haben wir nicht. Das heißt, wir können das Alien so nicht bewerfen. Glück. Mit etwas Glück bleiben wir am Leben mit ihm. So, du gehst jetzt rein. Kein Alien. Das da auch auf das Alien, das kommt das sicher um die Ecke. Und wenn es um die Ecke kommt, schießen wir es ab, hoffentlich. Ah, ärgerlich. Okay, also da dürfte echt nichts sein. Ich hoffe, er würde sehen, wenn da oben was stehen würde.
Du hast heute eh schon jemanden gekillt. Noch einer muss echt nicht sein. Das würde zwar zu einem Einschläfern von uns allen führen, die hier stehen, aber was soll's. Ach ja, Josef. Kann sie auf den Typen von da schießen? Nein, schade. Wäre nett gewesen. Ja, tut mir leid, Chato, du kannst kein Held werden. Richtung sich das Alien entscheidet zu gehen. So, Susanne, du gehst auch in diese Richtung, damit wir nicht beide Betäuber in eine Richtung haben. Warum können wir das Alien jetzt nicht abschießen? Wir sind so unfähig, das ist unglaublich. Karin! Unfassbar, wir sind noch immer nicht gestorben hier. Ich glaube, wir haben jetzt alle Aliens von heraußen. Ja, da ist noch ein Alien. Josef. Unfähig. Unfähig. So. Der hat es geschafft. Er hat einen Überblick über das gesamte Gebiet hier. Da ist noch ein Alien drinnen. Na, waren doch relativ viele Aliens. Wie viele waren es jetzt hier draußen? 1, 2, 3, 4, 5 Aliens. Ich glaube, es sind immer 5 Aliens oder so in diesen Schiffen. Ah, der hatte eh nur seinen Launcher, das ist gut. Der hätte uns ihn nicht umbringen können. Nett von ihm. So, na gut. Naja, wurscht. So, du warst dran, du warst dran. Du warst dran. Ich glaube, bei diesen Pixeln schwierig zu erkennen, was die Dinge in den Händen halten. Also rein theoretisch sollte man es erkennen, aber ob das eine Plasma Rifle ist oder so ein Launcher, ist manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen. So. Ja, wenn wir dich brauchen noch.
Ah, du gehst auf jeden Fall von der anderen Seite. Egal, was jetzt passiert. Und Shuttle, du kümmerst dich um das Gebiet da unten. Gut. Da ist tatsächlich nichts. So, wer geht rein? Wer ist das modigste? B und F. B und F und S. Pierre Mertens. Auf jeden Fall noch. Du nimmst das wieder an den Gürtel. Ist da noch lang. Das wird davor. Dann gehst du noch da durch. Du bleibst hier stehen. Ah, ich will den Josef nicht in Gefahr bringen. Stellen, falls das Alien rauskommt. Ah, vielleicht bin ich dann Friendly Fire von ihm. Naja. Sie will ich eigentlich auch nicht in Gefahr bringen. Ja, andererseits, was seid ihr, Soldaten oder was? No risk, no fun. Und Gregoli. Susanne. Ah ja, stimmt. Mit dir haben wir gesagt, du gehst noch vor. So, die gesamte Karte. Bis auf das Raumschiff da hinten erforscht. Die Richtung. Ach, dummes Alien. Ja, verpfeift drauf. Den werden wir echt nicht mehr brauchen. Hoffe ich. Ich glaube, das könnte es gewesen sein, aber wir werden auf jeden Fall noch die so in Position bringen, dass sie schießen könnten. Ah ja, da kommt auch noch mehr.
eine von denen, die man noch opfern könnte. Ha! Tatsächlich nur 5 Aliens. Ursprünglich wären es 6 gewesen. Ja, einer war schon tot nach dem Absturz. Naja, das war nicht schlecht. Was heißt Rating? Okay, wir haben keinen verloren. Das war, glaube ich, meine erste Mission, wo ich keinen Typen verloren habe. Ich bin so gut. Und die Karin ist zum Sergeant befördert worden. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch wieder einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.